Jetzt mal ohne Scheiß, wenn du so jemanden als Arzt hast, ist es kein Wunder, dass du hier in diesem zugeschissenen Ding bist. Alter, guck dir mal die Wände an, voll ranzig, weißt du, voll ranuriniert, Alter. Und die alte fette Schwester daneben, bah, nicht nur, dass die hässlich ist, die labert genauso ein verwirrendes Zeug wie dir. Kein Wunder, dass du hier bist. Die machen dich verrückt. Du bist nicht hier, weil du verrückt bist, sondern weil du gemacht wirst. Vor allem, was ist das hier für ein Gurtding, Alter? Warum trage ich das nicht mal richtig? Sind hier Vampire, dass mein Hals frei liegen muss, oder was? Alter, was ist hier los? Hey, Bro, hast du mal eine Kippe? Wie geil sah das denn aus? Okay. Ich glaube, das, was mir signalisiert werden sollte. Ruhe, bitte. Trepanation. Alter! Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, es ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend, aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. Alter. Das war ein Scheiß. Alter. Ich kann auf unserem Kopf kein Loch sehen, aber ich wette, da ist eins. Alter. Aber das ist voll übel, wenn man drüber nachdenkt, wie damals psychologische Behandlung bei Patienten aussah. Alter, wird mir immer richtig schlecht. Guck mal, der hat eine schöne weiße Zelle, weißt du, unsere war so zugesifft. Unser Homeboy hier kriegt eine bessere, Alter. Was ist das denn hier für ein Vergewaltigungsraum? Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde, aber ich bin am Ende meiner Kraft und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzen, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, was weh tut. Alter. Mann, die tut mir voll leid. Boah, ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. Darüber möchte ich nicht mal Witze machen. Ich weiß. Wo ist nochmal oben und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht. Wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich gebe dir... Ein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Guck mal, ich hab dir das gespiegelt. Da hinten sind die beiden. Riesigen Hintern, euer Gnaden. Nur ein Schnösel, ein Schnörkel, die Katze für Feline Feldidale. Was für eine Katze? Wo? Ist der Fuchs bei den Täubchen? Alter. Blauer Teufel. Aus dem Hühnerhaus ausgezogen? Was? Aber ich habe uns nicht gesehen in der Spiegelung. Das heißt, wir existieren momentan nicht in der anderen Realität, sondern nur hier. Warteraum. Jetzt sind wir in einer anderen Realität. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind. Lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Alter. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Das sagt die Prostituierte. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Ich behandle dich gleich mal, Alter. Du bist vernünftig. Aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Bei euch kein Wunder, Mann. Ich bin überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat.
Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Ach, mach einen Kopf zu, Weihnachtsmann. Ehrlich, macht der Weihnachtsmann in uns Vorschriften oder was? Sir? Ich glaube, du verlierst Blut, Mann. Yo, Bro, hast du vielleicht mal eine Kippe? Hast du? Ah, ja. Mhm. Das sind die Blutspritzer des Van Gogh. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Werk. Ich kann richtig Leidenschaft hier im Künstler sehen. Er hatte ein bisschen weiter hier auch noch so... Was denkst du? Ja. Es ist so schön, dass ich mir auch glatt die Augen verbinden möchte, damit ich es nicht mehr sehen muss. Und die Tür kannst du mir auch nicht aufmachen, oder was? So, ich hoffe, das war das letzte Mal, dass ich sowas sehen muss. Alter, ist das... Bah. Das ist voll übel. Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Ich weiß, was du, kleiner Penner, willst. Die Unschuld meiner Schwester. Und dann hast du sie dir genommen. Und meine Familie. Renn ich hier nur im Kreis? Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Nein, kleiner Timmy. Zum Glück hat der Tod dich diesmal geholt anstelle von Scrooge. Alter, das Spiel macht mich fertig. Das Puppenhaus. Neues Kleid. Wir hatten also doch noch ein Gebiet vor uns. Ist der Puppenkopf hinten ist geil, sonst hat mir das Kleid eben besser gefallen. Dachte ich mir. Knappe Sache. Aber geschafft ist geschafft. So, okay. Dann gucken wir mal an. Das Ding da heißt das Puppenhaus. Ich bin gespannt, was uns in diesem Kapitel erwartet. Ich hoffe, es kommt was Gutes, weil sonst fühlt sich das hier an wie Bioshock. Bei Bioshock, nachdem so halt der Mega-Story-Twist kam, wurde danach das Spiel nochmal ganz normal fortgesetzt, anstatt dann gleich den Bosskampf zu machen. Und deswegen war Bioshock zum Ende hat sich etwas gezogen. Das war richtig ungünstig geplant, sag ich mal. Das war echt nicht gut designt. Daher bin ich gespannt, was hier kommt. Hallo, guck mal hier. Den drücke ich jetzt in die Richtung. Ganz genau, Auge. Ah, guck mal hier, ein Korb. Nehme ich mit. Also ich hoffe, es endet jetzt hier nicht wie in Bioshock. Weil so wie das Ganze gerade aufgebaut, sich aufgebaut hat, wäre auch der Endkampf vollkommen vernünftig gewesen, da wir jetzt das Geheimnis unserer Vergangenheit gelüftet haben. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich wieder so getan, als wüssten wir das noch nicht, obwohl halt die Erinnerungskatzin uns ja nicht mehr zeigen dürften, als wir selbst wissen. Von daher sollte uns auch klar sein, dass es Bambi war, der das Fall gelegt hat. Aber ich bin gespannt, ich gehe mal davon aus, dass wir in der nächsten Cutscene sehen werden, wie man sagt, hey, du hast nicht gewusst, dass es Bambi ist, Alter. Das hast du aber nicht kommen sehen. Oh, das war dumm. Das war dumm. Na, der Kater macht sie wieder sauber, der kleine Hund. So. Ja, die Musik ist ganz cool. Perfekt. Da haben wir wieder ein bisschen Krach von den Nachbarinos.
Jabberwocky. Vor allem auch das Pendel so mundmäßig, Alter. Und jetzt lächelst, guck mal. Es hat aufgehört zu pendeln und lächelt mich an. Zuneigung, das erste Mal in meinem Leben. Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Ach, guck mal, ein Stillleben. Das schönste Stillleben, das ich mir vorstellen kann. Alter, das ist cool. Guck jetzt mal unten auf den Mund. Und er lächelt. Das ist irgendwie voll freaky. Nein. Jetzt ernsthaft? Alter, jetzt hänge ich wirklich im Erro. Danke. Was war das denn, ey? Alter, wo bin ich? Mal wieder am Anfang, ja? Tolle Sache. Ich möchte mich doch echt verarschen. So, wir warten erstmal kurz, bis der grün-gelbe Stift da unten. Ja, so können wir machen. Das ist ja ein Bullshit. So, jetzt nochmal das Ganze. Ach, guck mal hier, die können wir bestimmt kaputt machen, ne? Jo. Nice. Nice, nice, nice. So, wir sind eben nach rechts gegangen. Das heißt, wir gehen jetzt mal geradeaus durch. Gucken wir, was wir da hinten drin haben. Das hier sieht sogar aus wie der richtige Weg. Ach, guck mal, dann kommen wir da unten hin. Ne, dann können wir auch hier lang gehen. Ich sehe, das macht keinen Unterschied, außer dass wir hier halt noch Bonuskram kriegen. Dann nehmen wir den einfach mit. So, nice. Und dann hier einmal fix. Guck mal, jetzt lächelt er uns gleich wieder an. Guck mal, lächeln. Nice. Ich finde das nett, dass er uns anlächelt. Manch einer hätte uns nicht angelächelt, ja? Das darf man dann auch mal positiv erwähnen, dass er uns anlächelt. Das ist sehr groß von ihm. Unsichtbare Wand, geil. Unsichtbare Wand, wofür win? Wie jedes Mal. So, Schweinenase. Einfach nur, damit ich dich habe. Auf die Zähne werde ich wohl pfeifen. Und wir gehen hier lang. So. Und Schrumpf. Die Schrumpf-O-Matic eingeschaltet. Sehr nice. Und hoppla. Okay, gut. Ich wollte gucken, ob da man da vielleicht irgendwie hinter kann. Kann man nicht. Machen wir nicht. Obwohl ich sagen muss, auch wenn ich die Schalter sehr nett finde, weil sie so, ne, lieb zu mir sind, sind sie irgendwie auch ein bisschen creepy. Suche und du wirst finden, sagt man. Das schönste Stillleben der Welt. Sagen sie nicht. Okay, Pinocchio, kein zweites Gesicht mal rein. Schade. So, und jetzt würde ich es gerne schaffen, ohne hängen zu bleiben. Nee. Jedes Mal, wenn du es von hier versuchst. Boah, habe ich mich noch durchgebackt, Alter. Das ist echt mistig gemacht. Das muss man mal sagen. Hoppla. Das habe ich mir anders gedacht.
Ihr fliegenden Furzkissen, Alter. Alter, zoom den da oben an, Mann. Ich hasse das. Scheiße. Na komm. Oh, geil, das geht auch. Okay, aber es ist nicht so effektiv, als wenn wir ihm einfach mal fix die Arme wegballern. Ach, verdammt, Alter. Ah, nice, aber... Geil, so können wir ihn auch fertig machen, obwohl er seine Arme hat. Man dauert zwar lange, aber dann pumpt er sich nicht so auf, weil dann hat er keine Zeit, seine Steroide reinzuschmeißen. Aber die haben ihm jetzt auch nicht viel gebracht.